So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind für euch immer noch im... Genau, richtig. Ja, wir haben jetzt mal die Gastro getestet. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Restaurant eigentlich? Ich vergesse immer den Namen. Ich laufe da immer 30 Mal dran vorbei. So geil, ich weiß das jetzt nicht. Ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich jetzt sage, La Place. Ich sehe es hier gerade. La Place in diesem orientalischen Stil. Ich sehe es gerade auf dem Tablet. Was? Kaspar-Restaurant. What the fuck ist das ein Name? Also auf dem Tablett steht La Place. Ist wohl, La Place gibt es ja auch so eigenständig, die Filialen. Also es ist eine Unterfiliale und das wird hier im Efteling nochmal genannt wie? Wie heißt das nochmal? Kaspar-Restaurant. Kaspar-Restaurant. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Orientalisch, Alter. Orientalisch angehauchtes Restaurant. Auf jeden Fall neben Vogelrock und gegenüber von Sikoroko. Ja, ich sag mal, es ist nicht günstig. Qualitativ würde ich sagen eine 3 plus. Wir haben für beide mit Salat, also man sieht ja hier noch so ein bisschen den Salatteller, die Größe plus zwei Stücke Pizza plus Getränke haben wir 52 Euro bezahlt. Das ist natürlich, naja, ne? Es geht günstiger hier, definitiv. Aber man muss es ja mal miterleben und mal mitmachen, damit man auch ein Feedback geben kann. Wenn die Preise vielleicht noch 10% bis 15% runterschrauben würden, wäre es dem Preis gerechtfertigt. Definitiv. Ja, man kann es mal machen, wenn man mal was anderes machen möchte, außer Pfannkuchen. Wir hatten ja erst am Sonntag Pfannkuchen. Dementsprechend hatte ich gesagt, jetzt schon wieder Pfannkuchen. Und den ganzen Tag haben wir eigentlich nur süß gegessen. Wir haben eben noch Puffertiers. Ich werde das... Ich mache einfach dahinter Pfannkuchen gleich... aus Holland, haben wir ja gegessen, dann ja den Kuchen, den guten Regenbogenkuchen, der ist ja wirklich immer ein Highlight und dann das Baguette und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe fertig für heute. Was sagst du? Ja, wahrscheinlich nachher zum Schluss, wahrscheinlich gehen wir auf die Kleinigkeit oder so. Aber der ist krank, der ist einfach nur krank, der ist so nimmersam, kennt ihr die? Ich weiß, ne? Die kommen in Disneyland rein und kaufen M&M's für 9 Euro. Als ob die das machen würden. Nein, es gibt so Leute. Ich hatte solche Leute mal mit mir. Total geil. Wir haben den ganzen Tag echt, jede 5 Minuten kam die Frage, wenn wir da rausgekommen sind aus dem Restaurant, was essen wir jetzt? Also das war schon crazy. Also dementsprechend so 3 Mahlzeiten sind vollkommen okay. Vierte geht auch noch, aber bei der 5. dann sagt der Magen, nee. Bei ihm geht das? Also er ist manchmal echt gut beim Essen, da schlägt er mich sogar und ich bin ja schon gut wohlhabend bedeckt, was die Bauchplatte angeht. Aber ich muss sagen, der Tag war trotzdem, dass wir wirklich so rappevoll hatten hier vor Ort, noch entspannt und gemütlich. Wir konnten auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist ja auch immer schön, wenn man den anderen dann beim ja, wirklich Rennen ne, dazu schaut. Ist halt echt gut, wenn man dann nur sieht, wie die dann die Parkpläne versuchen, dann irgendwie vor sich zu halten, was natürlich bei der Menge echt schwierig ist. Es ist dann trotzdem immer dann schön zu sehen, wenn man dann entspannter sitzt, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Nach gefühlten 5 Jahren, bin ja schon fast im 6. der Efteling, generell auch in den Parks, ist das super angenehm, wenn man eine Jahreskarte hat. Und dementsprechend, ja. Machen wir jetzt nochmal eine Runde Joris in the Dark. Der war ja im Endeffekt der Woody-Zyklus lange geschlossen wegen Retracking. Das heißt, beide Seiten wurden halt im Endeffekt ja, wegen Wartungsarbeiten uns vorenthalten. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt fährt, der Woody. Oder die Woodys vielmehr, sind ja 2, die fahren ja gegeneinander. Björn kennt den ja noch gar nicht, deswegen habe ich gesagt, wir müssen ihn heute noch fahren. Und dementsprechend sind wir vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Das zieht nicht mehr, merkt ihr? Das bringt eh nichts mehr. Das ist unser Kanal.